Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur dritten Polis Mobility. Ich bin Tutin, ja, da kann man applaudieren, finde ich gut. Sehr gut. Vielen Dank, Friedemann. Ich bin Tutinia Hörner und ich freue mich, Sie ganz herzlich hier zum dritten Mal bereits in Köln begrüßen zu dürfen. Erstmalig findet die Veranstaltung unter einer dreifachen Schirmherrschaft statt, und zwar einmal unter der des Bundesministers für Digitales und Verkehr, Herr Volker Wissing, und die beiden kommunalen Spitzen- und Spitzenverbände gehören auch dazu, und zwar der Deutsche Städtetag und der Deutsche Städte- und Gemeindebund. Uns erwarten die nächsten zwei Tage wirklich ein spannendes Programm rund um die sektorübergreifende Verkehrswende. Wir sprechen über kommunale Mobilitätswende, wir sprechen über Energiefragen, Antriebsthemen, öffentlichen Nahverkehr, Mobilitätsdienstleistungen, Maßplattform und vieles, vieles mehr. Falls Sie gerade erst dazugekommen sind, dann kommen Sie doch gerne nach vorne. Hier in der ersten Reihe haben wir noch Plätze und hier ganz vorne auch, also eine herzliche Einladung, hier gerne noch die Plätze aufzuführen. In case you weren't able to understand anything of what I've just said, I have good news for you. To your right side, there's simultaneous translation, which you can just follow. So feel free to go somewhere close to the screen and just check out the translation. Die nächsten zwei Tage werden in Form von Vorträgen, Ausstellungen, Panels, Workshops, Masterclasses erlebbar sein. Erstmalig wird es in diesem Jahr auch eine Posterausstellung geben zu kommunalen Projekten. Falls Sie also sagen, Sie möchten ein kommunales Projekt, ein Best-Practice-Projekt kennenlernen, dann gerne vor die Open Stage in der Posterausstellung gerne einmal vorbeischauen. In der Mittagspause finden Sie dort dann auch die entsprechenden Ansprechpartner. Wer von Ihnen hat das Konferenzprogramm bereits auf der App? Wer von Ihnen hat die Polis Mobility App? Okay, also alle die Polis Mobility App haben, gute Nachrichten, Sie haben auch die Konferenz-App. Einfach da mal kurz nachschauen und dann finden Sie alles, was Sie benötigen. Einige Highlights möchte ich tatsächlich schon für die nächsten Tage vorwegnehmen. Und zwar wird nämlich hier auf dieser Bühne der Deutsche Fahrradpreis verliehen vom AGFS und dem BMDV. Und falls Sie sagen, Sie wollten schon immer einmal die Maus von der Sendung mit der Maus live und in Farbe treffen, ich habe gute Nachrichten für Sie. Morgen Abend haben Sie die Möglichkeit, denn als fahrradfreundlichste Persönlichkeit darf sie natürlich nicht fehlen. Ich darf nun zur Eröffnung die beiden Gastgeber auf die Bühne bitten. Von Seiten der Köln Messe freue ich mich auf Herrn Oliver Frese und seitens des Verlags Müller und Bussmann freue ich mich auf Herrn Professor Johannes Bussmann, ebenfalls Geschäftsführer. Applaus. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. Wir stehen jetzt hier schon zum dritten Mal auf der Polis Mobility. Vielen lieben Dank erstmal für die Ausrichtung dieser wirklich tollen Veranstaltung. Und für gewöhnlich ändern sich ja Dinge meistens. Und auch das Programm und das Format, das hat sich über die drei Jahre entwickelt. Herr Frese, vielleicht nehmen Sie uns damit. Wie hat sich das Format genau entwickelt über die letzten Jahre? Ja, ich denke, wir sind gestartet und viele von Ihnen waren ja auch schon die letzten beiden Jahre mit dabei, auch in einer Messehalle. Und Sie sehen ja auch den Charakter der Veranstaltung, die sich verändert hat. Wir sehen, dass diese Energie, dass die Mobilitätswende und die Diskussion um die Mobilitätswende, dass das ein wirklich sehr, sehr starkes Dialogformat bedarf und wir deswegen in diesem Jahr auch diesen Weg ein Stück weit anders gehen. Gesagt haben, wir bringen diesen Dialogcharakter hier in das Konferenzcenter. Wir bringen die Ausstellung noch stärker und enger miteinander zusammen, damit eben ein stärkerer Dialog noch entsteht, als das in den vergangenen Jahren der Fall gewesen ist. Und wenn ich eben auch einen kleinen Rundgang gemacht habe, muss ich sagen, das geht jetzt schon auf. Und ich glaube, alle Akteure müssen einfach miteinander interagieren und miteinander kommunizieren, um diese Mobilitätswende zu gestalten. Und das bekommen wir, glaube ich, in diesem Format, wie wir es jetzt gefunden haben. Und wir sind ja immer noch auf dem Weg auch. Genau wie eine Mobilitätswende ist ja auch so eine Veranstaltung auf dem Weg. Ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg unterwegs. Das mit Sicherheit. Und Sie konnten ja kürzlich noch eine Neuerung verkünden, und zwar einen Partner, der dazugekommen ist. Vielleicht nehmen Sie uns damit rein. Ja, Sie haben es ja eben auch schon ein bisschen vorweggenommen tatsächlich. Wir freuen uns natürlich sehr, dass neben dem Deutschen Städte- und Gemeinde
Bund und dem Deutschen Städtetag, eben jetzt auch der Herr Dr. Wissing, der Verkehrsminister, Digitales Minister, unser Ministerium, die Schirmherrschaft übernommen hat für die Polis Mobility. Und das unterstreicht ja auch noch einmal, dass wir eben nicht nur regional hier unterwegs sind und gestalten und diskutieren, sondern eben, dass wir jetzt auch eine bundesweite Wahrnehmung haben mit unserer Veranstaltung. Und das, finde ich, ist eine große Leistung des gesamten Teams von uns gemeinsam mit Herrn Professor Bußmann und seinem Team. Ich glaube, da haben wir ein tolles Programm zusammengestellt, sonst würde Herr Dr. Wissing nicht die Schirmherrschaft übernehmen. Wir sind sehr stolz darauf und haben uns sehr darüber gefreut. Vielen Dank. Herr Bußmann, es sind ja für die Verkehrswende trotzdem keine leichten Zeiten, aber gerade die Polis Mobility, Herr Frese hat es gesagt, ist ein wichtiges Format, um dazu beizutragen. Das heißt, was können denn die nächsten 2 Tage Polis Mobility konstruktiv tun, konstruktiv dazu beitragen, dass wir wirklich an der Verkehrswende dranbleiben und gemeinsam das Thema voranbringen? Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren, erstmal auch von meiner Seite aus. Ich glaube, sie heißt ja Polis Mobility, unsere Veranstaltung, und ich glaube, Polis ist da ein ganz guter Hinweis, Gemeinsamkeit. Ich glaube, in diesen Zeiten auf das Gemeinsame zu achten, die Befähigung aus gemeinsamen Ziele zu erreichen, auch Bilder für das, wohin Gesellschaft will, sich immer wieder klarzumachen, das ist das, was uns eigentlich helfen kann. Und die Polis Mobility ist aus meiner Sicht tatsächlich eine Möglichkeit, sich diese Bilder der Vergewisserung, wohin wir eigentlich im Bereich Mobilität, Mobilitätswende im kommunalen, im privatwirtschaftlichen wollen, auch miteinander auszutauschen. Aus unterschiedlichen Branchen und Sektoren uns im Grunde diese gemeinsame Freude auch an der Befähigung und den Möglichkeiten, die wir technisch immens haben, immer wieder klarzumachen. Und insofern finde ich, ist das, was wir hier gerne anbieten und wovon wir beseelt sind, auch tatsächlich Gemeinsamkeit. Und ich freue mich darauf. Sehr gut, dass Sie sich darauf freuen. Das freut mich ebenfalls. Und daran anschließend würde ich gerne von Ihnen wissen, worauf Sie sich denn neben der Gemeinsamkeit und dem Zusammenkommen und dem gemeinsam das ganze Format zu erleben, denn in den nächsten 2 Tagen noch besonders freuen. Gibt es ein Highlight, auf das Sie sagen, da freue ich mich besonders drauf? Also ich glaube, dass hier so viele Fachleute anwesend sind aus unterschiedlichen Disziplinen mit unterschiedlichen Beweggründen, dass mich das total inspiriert. Und ich glaube, diese Inspiration der Begegnung, die nicht davon unmittelbar beseelt ist, nur das Fachliche auszutauschen, sondern auch das Kennenlernen der anderen Positionen mitzunehmen und daraus, wie ich es eben mal gesagt habe, eigentlich eine gesellschaftliche Position zur Mobilitätswende zu entwickeln. Das ist das, was ich in diesen 2 Tagen absolut gerne mitnehme. Und ich glaube auch, da gibt es genug Anlass zur Freude, das zu tun. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, mir geht es natürlich so ähnlich. Ich freue mich vor allen Dingen auf die Begegnungen. Ich freue mich auch auf die Präsentationen nachher in den Ständen. Ich freue mich aber auch darauf, dass wir so eine politische Wahrnehmung haben mit der Veranstaltung, wenn morgen der Präsident des Deutschen Städtetages kommt. Genauso auch Herr Minister Krischer wird morgen auch hier sein. Wir werden heute noch einen großen Empfang machen der Stadt Köln mit der Oberbürgermeisterin, die heute hier sein wird, immerhin die 4. größte Stadt in Deutschland. Ich freue mich aber auch darauf, auf diesen Brückenschlag zwischen der Polis Mobility hier und der Stadt, denn wir werden ja am Wochenende dann auch noch das Polis Camp am Rudolfplatz haben, und das ist immer ein totales Highlight, und ich habe gesehen, das Wetter hält auch, also das ist auch eine gute Voraussetzung dafür, dass wir denn eben diesen Bürgerdialog, den wir ja auch gemeinsam damals uns überlegt haben, dass man diese Mobilitätswende ja nur schafft, wenn man eben in Dialog tritt, und zwar nicht nur die Fachleute hier, sondern eben auch natürlich mit der Zivilgesellschaft, und das machen wir mit der Stadt Köln gemeinsam, und da freue ich mich auch ganz besonders drauf. Also es gibt ein ganzes Facettenreichtum der Polis Mobility, was diese Veranstaltung ausmacht, und das ist das, wo uns Messemanagern immer das Herz aufgeht. Sehr gut, also viel Grund zur Freude. Vielen, vielen Dank für alles, was Sie reingesteckt haben, um diese Veranstaltung möglich zu machen, und in diesem Sinne einen Applaus bitte. Dankeschön. Danke.